Hallo Internet! So, das neue Kingdom Hearts Video mit einer Laufzeit von fast 3 Stunden ist auf YouTube hochgeladen. Wie? Du kannst das nicht sehen? Ah, ja. Dann bist du wohl kein entsprechender Patreon. Wenn du es aber jetzt schon sehen willst, dann freue ich mich natürlich sehr darüber, falls du darüber nachdenkst, mich auf Patreon zu unterstützen. Und wenn nicht, ja, ist auch okay. Aber dann musst du halt noch mindestens 2 Wochen warten, bis es dann für alle auf YouTube frei verfügbar wird. Jedenfalls ist es fertig und das heißt, ich kann mir erlauben, auch wieder mal ein anderes Video zu machen. Und wie der Videotitel es vielleicht schon verrät, geht es heute wieder um Lorcana! Ich habe schon 2 Videos zu Lorcana gemacht, 1 hier auf dem Hauptkanal und 1 auf dem Unboxing-Kanal drüben. Und meine Meinung zu Lorcana hat sich bisher 0 geändert. Ich liebe Lorcana und ich bin verdammt nochmal süchtig nach Lorcana. Das Problem ist nur, dass die Karten immer noch brutal schwierig zu bekommen sind. So, wenn ihr normal in den Laden geht, dann werdet ihr kaum Glück haben, überhaupt Lorcana-Karten zu finden. Das sind aktuell wirklich noch komplette Raritäten. So, wenn ihr die kaufen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich auf irgendwelche Online-Plattformen wie eBay ausweichen und ja, da gibt es halt nur komplett asoziale Scalper-Preise. Aber genau deswegen freue ich mich sehr, dass TCG Home mir dieses Display zugeschickt hat. Ta-ta-ta-ta! Das heißt dann auch, dass TCG Home dadurch der Sponsor dieses Videos ist und dieses Video quasi als Werbung gilt. Das ist die erste Erweiterung seit dem Start, also es ist das 2. Set, ja. Aufstieg der Flutgestalten heißt es. Und das hat sicherlich wieder jede Menge richtig coole Karten. Und die können wir nun dank TCG Home gemeinsam auspacken. Also nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an TCG Home für dieses Display. Aber was TCG Home genau ist, dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Wenn ihr jetzt aber schon so neugierig seid, dass ihr das unbedingt wissen wollt, ja, dann könnt ihr auch einfach in die Videobeschreibung gucken oder in den angepinnten Kommentar da unten. So, jetzt packen wir die Dinger aber erstmal aus. So Leute, mit der Macht von Zora werden wir hoffentlich was Geiles ziehen. Das ist es, das neue Display. Wie gesagt, das zweite, die erste Erweiterung, das zweite Display, ja, Aufstieg der Flutgestalten. Heißt es. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich habe mich im ersten Unboxing darüber aufgeregt, dass ich wahrscheinlich ein Display bekommen habe, was manipuliert wurde, wo jemand die Karten abgewogen hat und entsprechend ja was Gutes rausgezogen hat und mir dann halt irgendeinen Quatsch wieder reingepackt hat, der nicht besonders selten war. Und Ravensburger hatte tatsächlich reagiert und hat gesagt: Pass auf, wir machen das mit den Fädchen. So fast. Sie haben jetzt Sticker. Sie haben hier Sticker, sie haben da Sticker und sie haben auf der Unterseite einen Sticker, ja, aber so die sichere Sache ist das trotzdem nicht. Das weiß wohl auch Ravensburger selber, ich glaube, das war nur so eine Panikreaktion, damit die Leute endlich aufhören, sich zu beschweren bei denen. Deswegen werden die nächsten Displays, die hier nachkommen, werden eingeschweißt sein in Plastik. So, weil hier könntest du immer noch relativ, wenn du geschickt bist, die Sticker ablösen und genauso hier drunter hebeln, die Booster rausholen, wie das bei dem anderen auch ging. Aber wenn das Ding komplett eingeschweißt ist in einer eigenen Folie, die dann hoffentlich auch irgendwie gebrandet ist mit Lorcana oder sowas, die nicht jeder zu Hause hat, dann ist es bestimmt auch ja, ein Stück weit sicherer, die Dinger vor Manipulation zu schützen. Und auch nochmal der Hinweis für all diejenigen von euch, die enttäuscht sind, dass sie einfach keine Lorcana-Karten zum Kaufen finden. Jetzt im Dezember soll tatsächlich Reprints produziert werden. Die sollen den Markt irgendwie jetzt in den nächsten Tagen, Wochen berühren. Ich weiß aber nicht, wie viele das sind, ob das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist oder ob Ravensburger da ja, die Regale jetzt wieder richtig voll macht. Keine Ahnung, aber sowohl das zweite Set als auch das erste Set sollen jetzt wohl nachgedruckt werden. Aber schauen wir mal, was wird. So, ist zwar ein Schlüsselanhänger, aber sicherlich oder hoffentlich auch ein sehr guter ja, Brieföffner. Meine X-Klinge, die ich mir in Japan gekauft habe. Und zack. Und zack.
Wir haben hier 24 Booster, 12 Karten pro Booster, ich finde es auch schön. Hier ist Raya drauf, hier ist das Biest drauf und hier die Herzkönigin. Raya und die Herzkönigin, auf jeden Fall Charaktere, die es bisher noch nicht gab im ersten Chapter. Und auch hier Tiana von Küss den Frosch, die gab es auch noch nicht. Also bin ich mal gespannt, was für neue Charaktere hier drin sind und was für coole Artworks die spendiert bekommen haben. Erstes Pack. Das hier ist übrigens jetzt hier dieses neue Bild, das Sammelbild, ne? Das ist Minnie Maus irgendwie beim, ja, Tauchen. So, wir haben Raya Eigensinnig. Ray, unbekümmertes Glühwürmchen. Ach, guck mal, der ist zum Beispiel jetzt schon direkt aus Küss den Frosch. Ja, der ist aus Küss den Frosch. Der sieht auch aus wie so ein abgehalfterter, weiß ich nicht was, Meth-Junkie. Tazia Teller, das Eis aus Zoomania. Guckt mal, das Eis aus Zoomania. Falls ihr euch dran erinnert, hat der Trickbetrug da ja quasi gemacht mit den Eispfoten. Tazia, ich wusste nicht, dass es Tazia-Teller heißt, aber es ist ein wirklich smarter Name. Weil Tazze und Stracciatella-Eis und so, ne? Wir malen die Rosen rot. Ah, guck mal, hier die Karten von Alice im Wunderland, von der Herzkönigin. Aber das ist schon eine verpasste Chance, dass man wir malen die Rosen rot nicht als eine rote oder zumindest graue Karte gemacht hat, weil das gleich was angemalt wird. Nein, es ist gelb. Mein innerer Monk schreit, aber gut. Dr. Facilier, gerissener Opportunist. Ja, der Bösewicht aus Küss den Frosch, ja, den hatten wir ja auch schon im ersten Set, aber es gibt scheinbar auch noch mehr Support für ihn, was ja auch Sinn macht, wenn Tiana im Set mit drin ist. Zauberbesen! Ah, aber guck mal, diesmal ist es die Industrieausführung. Die Zauberbesen jetzt quasi als Max, als metallische, magische, I don't know. Cool, dann haben wir jetzt auch eine andere Farbe. Vorher waren die lila. Interessant. Bucky, Lehrer für Hörnchensprache. Ach, der ist von Königreich für ein Lama, ne? Genau, mit dem kann Kronk dann einfach sprechen. Ja, ja. I remember. Oh, Pimpel! Genau, die sieben Zwerge und Schneewittchen sind tatsächlich auch in diesem Set mit drin. Oh, guck mal, der hat 3 Lore, kostet 4. Oh ja, dieser Charakter kann nicht erkunden, außer du hast mindestens einen weiteren der sieben Zwerge im Spiel. Ach, guck mal. Mal gucken, ob wir alle sieben Zwerge ziehen. Die müssten dann ja eigentlich alle in dem Set drin sein. Cruella de Vil. Nochmal eine Cruella. Ja, ein fesches Artwork auf jeden Fall bekommen. Fühlt sich elend. So sieht sie aber nicht aus. Mulan, reflektiert. Ah, okay. Bringst du Ehre für das Haus? Das ist hier, wo sie so ein Kleid da halt anhat. Vom Anfang. Gaston, intellektuelles Kraftpaket. What the fuck? Gaston als Nerd. Als Magie-Tech-Nerd. Was zum Fick, Mann? Gestaltwandel kannst du mit ihm machen? Oh, da muss es aber auch einen anderen blauen Gaston geben. Oder wobei, ne, die wollen vielleicht, dass du rot-blau spielst damit. Kannst immer nur zwei Farben kombinieren. Entwickeltes Gehirn. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du die obersten drei Karten des Decks. Ach, der hat denselben Effekt. Der hat denselben Effekt wie die Aktionskarte da von Merlin. Interessant. Und unsere erste Holo. Das ist James. James. Das ist, glaube ich, das war der Vater von Tiana, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Der gute alte James. Okay. Ja, schön, dass der im Spiel ist, aber ich glaube, es hätte andere Artworks gegeben, die mehr von dem Holo-Treatment was gehabt hätten. So, ich sortiere mir das nochmal direkt vor. Hier mache ich die Holos hin. Hier mache ich die blauen hin. Ihr werdet sehen, das ist, wird später. Später wird das relevant, ja, was ich hier mache. Auf jeden Fall schon mal nach Farben ordnen. So, nächstes Pack. Band. Gräfin Tremaine. Auch die hatten wir schon im ersten Set, aber jetzt Farbe Rot. Ich glaube, vorher war sie grün. Ja. Gaston in grün. Guck mal, noch ein Gaston. Der sieht aus wie so ein Gentleman auf einmal. Intriganter Verehrer. Alte Schmalzlocke, ey. Gumbo-Eintopf. Yam, yam, yam. Auch aus Küss den Frosch. Das beste Gumbo, das ich je probiert habe. Schöpfende Fälle jeweils einen Schaden von bis zu 2 Charakteren deiner Wahl. Ah, ist das nicht fast genau dasselbe. Oder ist das nicht derselbe Effekt wie bei den Kokosnüssen? Bin mir gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall ähnlich. Schlafmütz! Da ist der zweite der sieben Zwerge.
Die Legende vom Schwert im Stein. Ach, das ist ein Lied? Bei Merlin wird gesungen? Ich glaube, ich muss den Film mal wieder gucken. Lila, du kannst einen Charakter, der 2 kostet, das Lied singen lassen. Charakter deiner Wahl hat diesen Zug herausfordern. +3, okay. Ja, kann man so ein bisschen pimpen. Oh, guckt euch den an. Der ist mega nice. Davon gibt es auch eine offizielle Playmat von dem Motiv. Ja. Das Biest als, ja, ich weiß gar nicht. Wenn das Biest quasi, wenn es kein Happy, so interpretiere ich das. Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber ich interpretiere das als das Biest, wenn es kein Happy End gegeben hätte. Ja. Wird zu so einer Art Gargoyle, wird selber Teil des Schlosses. Sieht mega krass aus einfach. Er sieht einfach aus wie ein fucking Gargoyle. Oh, ich hoffe, Gargoyles kommen in Disney Locana vor. Das wäre nice. Den finde ich richtig cool, Mann. Der ist richtig nice. Die Grinsekatze grinst ständig. Ah, okay, guck mal, sie ist aber... Jetzt ist sie quasi schon komplett, fast komplett unsichtbar. Cool. 4 Dutzend Eier! Ja, esse ich auch jeden Morgen. Was zur Hölle? Dein Charakter hält bis zum Beginn deines nächsten Zuges robust +2. Ah, kannst du Defense pushen. Reduziere jeglichen Schaden, den dein Charakter zugefügt wird, 2. Na, das ist ein cooler Effekt, auf jeden Fall. Ja. Gut für die Verteidigung. Aber ja, 4 Dutzend Eier. Ich will nicht sein Cholesterin sehen. Oh, Schneewittchen! Jetzt haben wir auch Schneewittchen, passend zu den 2 7 Zwergen. Ja. Einen schönen guten Morgen. Du zahlst ein Dingsbums weniger, um die 7 Zwerge auszuspielen. Ah. Herkules, göttlicher Held. Stimmt, ich habe gehört, es gibt einige neue Herkules-Karten in dem Set. Ich hoffe, ich ziehe ganz viele Herkules-Karten. Oh, ich will den Herkules-Deck haben, Alter. Herkules ist mein Lieblings-Disney-Film, Mann. Und ich glaube tatsächlich, die Karte kann es auch in Enchanted Rare geben. Also, wo dann das ganze Artwork halt entsprechend foil ist und die mega viel wert sind. Cool, sehr cool, sehr cool. Grand Pabby. Ach, das ist der von Frozen, das sind diese Trolle, ne? Okay, ich wusste bis eben gerade mal wieder nicht, wie der hieß, aber scheinbar heißt der Grand Pabby. Oder Pabby? Weiß es nicht. Drachenjuwel in Holo? Ich glaube, das ist von Raya, oder? Was anderes, Drachenjuwel? Sonst klingelt nichts bei mir. Okay, Drachenjuwel. Ich werde natürlich... fortschreitenden Verlauf dieses Videos die Karten wahrscheinlich schneller auspacken als jetzt. Aber am Anfang sind die Karten für mich alle noch neu. Und das ist alles spannend. Wenn ich die nachher zum 8. Mal sehe, dann gehe ich natürlich wahrscheinlich schneller drüber hinweg. So, Minimaus flitzt umher. Ah, einfach eine rote Karte. Kann jetzt nicht besonders viel. Ah, kostet 2, 3 Schaden. Okay, da auch nur eine Lore. Schwefel! Siehst du ja auch wieder eine Herkules-Karte. Aber was mich jetzt schon wieder ärgert, ist, die ist grün. Und die Decks, die ich spiele, oder das Deck, was ich spiele, ist blau-grau. Und dann kann ich ja jetzt den nicht damit kombinieren. Oder ich müsste auf grün umsteigen. Aber mal sehen. Aber cool, dass es auch Schwefel gibt. Da wird es sicherlich auch Pech geben. Nichts zu verstecken. Blau, von welchem Film ist das denn? Das sagt mir gerade gar nichts. Ist das auch Schatzplanet? Weil das sieht so... Das sieht so schiffsmäßig aus irgendwie mit diesem Ding und dann dieses... Ist das Schatzplanet? Ich weiß es nicht. Beim Schatzplanet gab es ja vorher, glaube ich, bisher nur eine einzige Karte. Vielleicht ist das die 2. Alle Gegner und Mitspieler zeigen ihre Handkarten für alle sichtbar vor. Ziehe eine Karte. Oh, krass. Cool. Oh, das ist nicht schlecht. Brummbär! Der 3. der 7 Zwerge! Der 3. der 7 Zwerge. Da haben wir ihn, Brummbär. Ich sitze fest. Oh, Winnie Pooh. Guckt ihn euch an. Wähle einen erschöpften Charakter. Er wird zu Beginn seines nächsten Zuges nicht bereit gemacht. Ah. Winnie Pooh. Ist es nicht cute? Ein sehr schönes Artwork. Sehr schönes Artwork. Donald. Eine Donald-Karte. Verdammter Donald. Aber warte mal, der ist gut, Alter. Also der ist auf jeden Fall stark. Kostet 5, 6 Schaden, 5 Verteidigung. Tiefseetaucher. Aber er hat nur eine Lore. Aber immerhin. Ah, gar nicht so verkehrt. Isma. Ohne Schönheitsschlaf. Ja, wieder Königreich für ein Lama. Ist auch cool, dass sie das so irgendwie so ein bisschen pushen, habe ich das Gefühl. Oh, die Herzkönigin. Wittert Schwäche. Aha. Auch ein relativ cooles Artwork. Ne? Guck mal, sie ist so ein bisschen... Sie ist auch wieder ein bisschen anders. Ne? Sie ist, glaube ich, ein bisschen anders zurechtgemacht. Und hat so ihr Kleid. Sieht ein ganz klein wenig aus, mehr so wie, ja, etwas, womit man ihn in Schlacht zieht.
Ist nicht das normale Kleid von ihr, meine ich, ne? Auch cool. Robin Hood! Kompetenter Kämpfer. Kostet 2, 3 Verteidigung, füge einem Charakter einer Wahl einen Schaden zu. Ja. Ja, das ist halt grau, ne? Also man sieht, grau Deckthema ist wieder immer direkter Schaden. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Zähne blank wie Neid. Ah, guck mal, das ist wieder eine weitere Strophe aus Scars Lied. Ja, wähle einen Charakter und füge ihm 2 Schaden zu, um einen anderen Charakter einer Wahl 2 Schaden zuzufügen. Hä? Ach so, ich krieg 2 Schaden, der Gegner auch. Ah, I see. Die böse Königin. Cool. Guckt sie euch an. Das ist ein cooles Artwork. Ja, die böse Königin von Schneewittchen. Wenn ich das in Holo hätte, sähe das bestimmt ziemlich nice aus. Und? Die Zauberin? Welche ist das? Aus welchem Film? Unerwartetes Urteil. Die kommt mir gar nicht bekannt vor, ehrlich gesagt. Ach, ich glaube, war die auch aus Küss den Frosch? Könnte sein, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wie eine Fee, weil Zauberin, keine Fee. Nee, ich glaube, die ist von Küss den Frosch. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wer das ist, wo dieser Charakter herkommt. Ich bin mir gerade, wie gesagt, nicht sicher. Peter Pans Dolch. Alle Charaktere mit Wendig erhalten einen Schaden. Also erhalten einen mehr Stärke, nicht Schaden. Das ist auch nicht verkehrt. Flynn Rider. Noch eine Flynn Rider Karte. Auch wieder grün. Okay, dann ist Flynn Rider wohl im grünen Thema sehr stark. Oh, guck mal. Basil, der Mäusedetektiv. Das ist cool. Das ist wirklich ein bisschen ein obskurerer Disney-Film. Ein nicht so bekannter, ein nicht so super präsenter Disney-Film. Ja, das finde ich cool, dass die sowas jetzt wie Basil, der Mäusedetektiv, dass die das auch in Locana reinbringt. Das ist cool, Mann. Das finde ich total cool. Wobei der Film mir als Kind komplettes PTSD gegeben hat. Mit dieser komischen Fledermaus, die da diesen Jumpscare macht. Ich habe mir als Kind in die Hose geschissen, Alter. Oh, nochmal Brummbär. Merlin als Eichhörnchen. Da ist nochmal das Biest. Oh, der sieht wirklich so nice aus. Oh, ich wünschte, ich hätte den Holo. Donald Duck, perfekter Gentleman. Was ist denn? Er sieht einfach aus wie Dagobert. Als hätte er sich an Onkel Dagoberts Schrank bedient. Aber sehr cool. 4, 5 Verteidigung, Gestalt wandeln, ja. Jedes Mal zu Beginn deines Zugs dürfen alle Mitspielenden, auch du, hier eine Karte ziehen. Oh, krass. Das ist Draw Power. Gut, der Gegner darf auch, aber nicht schlecht. Sardinenbüchse. Ah, ich glaube... Guck mal hier, Flugkabine. Genau, das ist von Bernhard und Bianca, oder? Oder war das auch von Basil, der Mäusedetektiv? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das ist von Bernhard und Bianca. Das ist ja noch ein weiterer obskurerer Disney-Film, der in Locana seinen Einstand feiert. Das ist cool, Mann. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Oh, Rapunzel! Eine gelbe Rapunzel. Ja, als Malerin, talentierte Künstlerin. Jedes Mal, wenn du ein oder mehr Schaden von einem deiner Charakter entfernst, darfst du eine Karte ziehen. Boah, krass. Also auch Draw Power. Da kannst du gute Kombos, glaube ich, mitmachen. Xaver Hampelmann. Spielzeugmacher, genau. Der ist auch aus Basil der Mäusedetektiv. Ich glaube, der wird am Anfang umgebracht oder entführt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist ewig her, wie gesagt. Ich habe den als Kind das letzte Mal gesehen. Und ich hatte völlige Panik vor dieser Fledermaus in dem Film. Ich müsste ihn vielleicht heute nochmal gucken, um zu schauen, ob der immer noch so schlimm ist. Wahrscheinlich nicht, aber als Kind hat mich das verstört. Oh, Shere Khan. Bedrohliches Raubtier. Das ist auch eine der Karten, die halt ich sage immer Secret Rare von Yu-Gi-Oh!, aber das ist falsch. Enchanted Rare. Enchanted Rare sein können. Auch cool. Und Schlafmütz. Haben wir doppelt. Schlafmütz hatte ich vorhin auch schon. Wieder einer der 7 Zwerge, aber diesmal in Holo. Ja, diesmal in Holo, den Schlafmütz. Ta-ta-ta-ta. Felicita. Ich weiß nicht, wie der Text geht, nur die Melodie. Felicita. Wo ist die denn her? Ich vermute auch von Basil, der Mäusedetektiv. Oder von, weil bei Bernhard und Bianca kann ich mich nicht dran erinnern. Ich vermute auch Basil. Ach, guck mal hier, die Herzkönigin, nochmal. Aber das ist jetzt ihr normales Outfit, glaube ich, ne? Das hier. Das ist, glaube ich, ihr normales Outfit, wie sie noch im Disney-Film, was sie auch im Disney-Film trägt.
Herzog von Pit. Was? Ich habe schon von Miss Prince gehört. Es gibt doch nicht zwei Disney-Charaktere, die genau gleich heißen, oder? Weil der Opa aus Frozen heißt auch Herzog von Pitbull. Ist das ein Fehl? Oh, ich muss das googeln. Moment. Ich muss das googeln. Ja, leck mich am Arsch. Herzog von Pitbull in Zumania. Tatsächlich heißt der genauso. Ich habe zuerst gegoogelt Herzog von Pitbull. Da kommt natürlich er. Der aus Frozen. Aber es gibt ihn tatsächlich nochmal. Es gibt ihn tatsächlich nochmal. In Zumania. Ich hatte keine Ahnung. Wie crazy ist das denn? Was zur Hölle? Okay, kein Fehldruck. Happy! Das ist jetzt der vierte der sieben Zwerge, falls ich mich nicht verzählt habe. Happy, wer fehlt denn noch? Chef fehlt. Und, ja, die Trantüte fehlt. Ich vergesse mal, wie der heißt. Welcher fehlt noch? Ich glaube, wir haben jetzt schon vier, ne? Ich sitze fest. Nochmal. Oh, Cinderella, Ritterin in Ausbildung. Auch sehr cool. Cinderella, nicht länger die Damsel in Distress, jetzt ist sie selber eine Ritterin in Ausbildung. Das finde ich auch sehr cool. Guck mal. Madame Mim als Schlange. Der teuflischste Plan. Das ist definitiv Basil wieder. Jafar als riesige Kobra. Wie nice. Das ist sehr cool. Hantel. Aha. Ach, guck mal, das ist Herkules Hantel. Das ist das Logo vom Olymp drauf. Jedes Mal, wenn dein Charakter mit viel oder mehr ausspielst, darfst du einen bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Ah, okay. Belle, versteckte Bogenschützin. Sehr cool. Ich glaube, das ist eine der wertvolleren Karten auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall auch Gold. Ich glaube, sie gibt es auch in Enchanted Rare. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall eine der wertvolleren Karten. Sehr, 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 sehr cool. Aber leider grün. Und ich hatte eigentlich nicht vor, ein grünes Deck zu spielen. Naja. Und Raya in Holo. Nochmal eine silberne in Holo. Cool. Aber leider auch rot. Aber, ne, wobei, ja, doch, ist schon nice. Aber auch keine Karte, wo ich sage, oh, da ist das Artwork jetzt aber prädestiniert für Holo. Nochmal Raya, aber ein Jung. Nochmal die Zauberin. Nochmal Tazziatella-Eis. Nochmal, wir malen die Rosen an. Merlin als Krabbe. Hat er sich in dem Film als zu einer Krabbe verwandelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wobei, kann ja auch eine neue Form sein. Ich glaube, er war doch ein Fisch oder so. Vielleicht war er auch eine Krabbe, ich weiß es nicht mehr. Zauberwesen nochmal. Die blaue Fee von Pinocchio. Oh, stimmt, guck mal, Pinocchio. Das ist auch die erste Pinocchio-Karte, die es, glaube ich, gibt. Oder die ich jetzt hier zumindest habe. Wendig. Himmlisches Leuchten. Jedes Mal, wenn du eine Flutgestalt ausspielst, darfst du eine Karte ziehen. Ach, cool. Guck dir das an. Das Schwert im Stein. Excalibur. Der kriegt einmal Stärke und für jeden Schaden auf ihn. Aha, okay. Patscha! 6, 8 Verteidigung, 2 Lore. Okay. Aber hey, Patscha! Bibidi Babidi Buu. Na 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 na. Guck dir das an. Sehr schön. Wähle einen deiner Charaktere und nimm ihn zurück auf deine Hand, um einen Charakter kostenlos auszuspielen, der gleich viel oder weniger kostet als der zurückgenommene Charakter. Ach, das ist natürlich auch gut. Kannst du ausspielen, den Effekt nutzen, dann, wenn der ausgespielt wird, dass dann irgendwas getriggert wird und dann kannst du nochmal machen oder was anderes. Ja, ist schon nicht verkehrt. Maurice Werkstatt. Aha. Ach so, das ist vom Vater von Belle, ne? Da gibt es ja auch eine Karte aus dem ersten, wo er ja, so Steampunk-mäßig Erfinder ist. Er ist sowieso Erfinder, aber Belle war Steampunk-mäßig. Ne, egal. Oh, Gräfin Tremaine. Nochmal ein Holo. Die Gräfin Tremaine. Ja, sie ist eine Kotzkrücke. Über die Karte freue ich mich nicht. Wir haben Tigger. Einzigartig. Tigger spielt Superheld. Ah, sehr schön. Noch eine weitere Tigger-Karte. Eine weitere Winnie-Pooh-Karte. Das ist schön. Donald als Schlafwandler. Wie viele Donald-Karten gibt es denn in diesem Set? Das ist jetzt schon die dritte, glaube ich, ne?
Schlafwandler. Jedes Mal, wenn du eine Aktion ausspielst, erhält dieser Charakter diesen Zug plus 2. Jedes Mal, wenn du eine Aktion... Ah, okay, dann kannst du ihn stacken. Aber gut, er hat halt 0. Ist halt Donald. Eule! Auch aus Winnie Pooh. Ach, guck mal, es gibt viele Winnie Pooh-Karten in dem Set. Das ist schön. Überzeugender Redner. Mhm. Nun halt doch still! Entferne bis zu 4 Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Ah, okay. Ja, einfach Belle, die sich um das Biest kümmert. Oh, die gute Fee. Die gute Fee von Cinderella. Auch nochmal hier, wie sie gerade den Kürbis verzaubert, um die Kutsche daraus zu machen. Und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Also es gibt nicht nur, wie man sieht, ganze Songs. Es gibt auch einzelne Strophen von denselben Songs, die sie auch nochmal als andere Karten rausbringen. Ja, weil Ich lass los gibt's ja schon. Ne? Also Let it go. Nicht schlecht. Füge einem Charakter deiner Wahl 2 Schaden zu und ziehe eine Karte. Boah, krass. Einfach 2 Schaden und dann sagen, ja, ich ziehe noch meine Karte. Das ist nice. Belle, Bücherwurm. Ah, das ist auch ein sehr nices Artwork, finde ich, oder? Was sagt ihr? Ich finde, das ist ein sehr, sehr nices Artwork. Das ist cool. Nochmal die gute Fee. Ist das dieselbe, die wir hatten? Nee, guck mal, das andere. Oh, was ist das denn? In Sekunden nach 100. Guck dir das an, Herkules. Aber wieso ist die gelb? Ich brauche graue Herkules-Karten. Er ist so süß wie Bienenhonig. Herkules. Herkules. Geh ich auf. Cinderella. Sensation im Ballsaal. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass es die auch in Enchanted gibt. Weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall eine Cinderella gibt es. Ich glaube, das ist die teuerste Karte im Set, wenn du Cinderella in Enchanted Rare hast. Das Biest, selbstloser Beschützer. In Silber. Ach, eine graue Kanone. 8 Verteidigung. Nicht schlecht. Andere beschützen. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere Schaden erhalten würde, lege die entsprechende Schadensbank stattdessen auf diesen Charakter. Ah, cool. Das ist wie so ein Schadensmagnet. Das ist nicht schlecht. Oh, und die Herzkönigin. Nochmal in Holo. Die hatten wir vorhin schon. Jetzt nochmal in Holo. Baloo der Bär. Oh, das wäre cool, wenn es irgendwie Captain Baloo und seine tollkühne Crew irgendwann gäbe als Karten. Das wäre sehr cool. Ah, hier mal nochmal Ray. Bop, 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 bop. Die haben wir auch schon. Bop, 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 bop. Eudora. Fähige Schnell. Wer ist Eudora? Aber wahrscheinlich ist das die Mutter von Tiana. Aber ich hätte keine Ahnung gehabt, wie die heißt. Eudora. Okay. Cusco. Gesuchtes Lama. Ja, vorher gab es ihn nur als Menschen, ne? Jetzt gibt es ihn auch wirklich als Lama. Das ist cool. Oh, nice! Noch eine Herkuleskarte! Ist zwar nicht besonders stark, nur 2, 2, 3, aber ich freue mich. Held in Ausbildung. Regel 35, Konzentration! Tiana, wahre Prinzessin. 5, 3 Lore. Oh, not bad. Not bad at all. Not bad at all. Dann haben wir nochmal Merlin als Ziege. Chef! Hatten wir Chef schon? Ich weiß es nicht. Aber noch ein Zwerg? Christopher Robin! Oh, hier sind immer wirklich viele Winnie-Pooh-Karten drin. Merlin als Formwandler. Cool, cool, cool. Und welches ist unsere Holo-Karte? Zum Angriff. Was ist das denn? Ach, das ist Raya vom Anfang vom Film, ja. Okay. Sieht einfach nur... Weißt du, wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr die South Park-Folge, wo Randy Marsh, der Vater von Stan, versucht, Krebs zu kriegen, damit er medizinisches Cannabis kaufen kann? Ich werde die Folge jetzt nicht im Detail erklären, aber daran erinnert mich das Artwork dieser Karte. Wenn ihr es wisst, dann wisst ihr es. Wie hast du mich genannt? Der ist von Basil und der sieht aus wie fucking Dracula, Alter. Das ist aber nicht die Fledermaus, die ich meine. Es war eine andere, meine ich. Ein anderer Charakter hat mich als Kind verstört. Da haben wir nochmal Gaston als intriganter Verehrer. Wir haben Rabbit! Wir haben Rabbit! Auch aus Winnie Pooh. Aber viel Defense, Alter. Na gut, er muss ja auch sein Honig vor Pooh verteidigen, ja? Der Rabbit. Hatschi, der ist mir von nicht eingefallen. Hatschi, der ist auch neu. Jetzt haben wir 5 der 7 Zwerge, glaube ich. Oh, vielleicht kriegen wir alle 7 zusammen. Ah, mein Name ist Grille. Jiminy Grille. Stets zu euren Diensten. Der Chronist auf unserer Kingdom Hearts Reise.
Jiminys Tagebuch zu vervollständigen, ist meistens immer ein furchtbarer Akt wegen den Minispielen. Jafar in Grau. Das ist ein sehr nices Artwork. Ich trau ihm nicht, Hoheit. In deinem Zug erhält dieser Charakter wendig. Aha, okay. Na gut, 2, 3 ATK, nur ein Lore. So gut ist die Karte nicht, aber das Artwork ist Banger, oder? Boah, alter Schwede. Welches Artwork gefällt euch denn bisher am besten? Ich würde sagen, das eine vom Beast gefällt mir am besten und das ist jetzt Platz 2, was ich jetzt bisher hier gezogen habe. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Oh, Nick Wilde. Da ist er. Guck mal, Zumania. Ja, der macht das Tazziatella-Eis. Ach, heißt sogar im Englischen auch Popsicle. Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, cool. Dann Flieg ins Glück. Was ist denn? Ach, von Peter Pan. Von Peter Pan. Aber war das ein richtiges Lied? Naja, schon irgendwie. Ich muss nochmal Peter Pan gucken. Ich kenne gerade den Liedtext nicht. Das ist bitter. Oh, guck mal. Ralf. Denn Ralf reicht's. Ralf von Ralf reicht's. Ach, stimmt. Den ersten Ralf reicht's fand ich ja mega. Ja, den ersten Ralf reicht's fand ich einfach nur mega. Den zweiten fand ich unfassbar scheiße. Unter aller Kanone scheiße. Aber Ralf, das wäre auch cool, wenn es da noch was weiteres geben würde. So, und jetzt haben wir Carlo. Kater Carlo. Bösewicht. Das ist, glaube ich, auch die erste Kater Carlo-Karte, oder? Nee, im ersten gab es noch keinen. Da denke ich direkt auch immer an die ganzen Bosskämpfe in Kingdom Hearts 2. Also zwischen Boss war ja so oft Carlo da. Den gibt es aber auch als Enchanted Rare. Also wieder als so eine Karte, wo das ganze Artwork ist. Ich hoffe, ich ziehe eine. Das wäre natürlich sehr nice. Mrs. Minna, Haushälterin. Die muss auch aus Basil sein eigentlich. Denke ich. Karte des Sets? Hab ich da gerade die teuerste Karte des Sets gezogen? Leck mich am Arsch! Ah! Ich brauch sofort eine Hülle. Ich brauch ganz dringend sofort eine Hülle. Ah, habe ich hier noch eine einzelne Hülle? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Dann nehme ich einfach... Doch, hier ist tatsächlich noch eine einzelne Hülle. In meiner Deckbox. Komm, come on. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ah! Oh, wie nice! Wie nice! Ist das geil, Mann! Ich hab's vorhin auch gesagt, die Cinderella, ja, obwohl die gar nicht so besonders ist. Ein Dings, 1-2, ja. Okay, so krass Sachen kann sie eigentlich nicht, aber die teuerste Karte des Sets. Und guckt sie euch an. Wie nice sie einfach aussieht. Der Holo-Effekt. Oh, richtig geil. Guck mal hier, das ist wie so, ja, also, wenn das nicht Disney-Magie ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Wie so magischer Nebel Dunst. Magischer Nebel Dunst. Ah, ist das herrlich. Ah, sieht das nice aus. Boah, wie geil. Also, besser hätte das Opening nicht laufen können. Teuerste Karte des Sets gezogen. Boah, wie geil. Hammermäßig. Hammer. So, aber ich glaube, in dem Set kann nicht noch eine Enchanted Rare drin sein. Das würde mich sehr wundern. Das heißt, den dicksten Pull haben wir jetzt schon gemacht. Aber es gibt ja auch noch andere Karten, die nicht Holo sind, die einfach in der Rarity-Stufe Gold sind und die dann trotzdem einiges wert sind und die auch einfach gut sind zum Spielen. Vielleicht ziehen wir ja noch andere coole Sachen. Wie hast du mich genannt? Haben wir hier nochmal. Dann Improvisieren von Mulan. Improvisieren. Kämpfen, Aktion. Aha. Nochmal, Cruella de Vil. Gibt es da viele Karten von der Ollen. Modische Cruiserin. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Ich mag Cruella de Vil überhaupt nicht. Ist auch so mein least favorite Disney-Villain, glaube ich. Aber Ferkel, den mag ich. Ferkel. Ah, oh, Ferkel ist toll. Ja, ich glaube, Vanessa wird sich ein Winnie-Pooh-Deck machen. Oh, ich liebe dieses Artwork. Ich liebe dieses Artwork. Das ist so nice. Ich glaube, die Karte ist nicht, die ist nicht selten oder was. Die ist sehr, sehr häufig. Aber Alter, wenn du die in Holo hast, sieht die, glaube ich, brutal gut aus.
Ich finde das so geil. Guck dir das an. Winnie fucking Pooh. Aber er ist einfach ein Honigmagier. Ja, ein Honigzauberer. Winnie Pooh, der Honigzauberer. Oh, ist das nice. Es ist so nice. Ich liebe das. Allein, selbst wenn ich Lorcana nicht spielen würde, ja, alleine die Karten zu sammeln und solche Artworks zu entdecken, das ist für mich schon fast der gesamte Spaß an der Sache. Dass ich damit spielen kann mit den Karten, ist nur ein kleiner Zusatz, ehrlich gesagt. Hammer. Mega nice. Ah, ist das schön. Zum Angriff. Da haben wir sie wieder. Die Hodenkarte. Oh, Judy Hopps. Auch aus Rumänia. Und ich find's auch cool, dass die animierten Charaktere nicht animiert sind. Ich hätte super kacke gefunden, wenn die einfach nur so Screenshots von den animierten Charakteren auf die Karten gedruckt hätten. Ich find's cool, dass sie die auch wirklich in diesem Stil halt zeichnen. Das finde ich total, total nice. Kartensoldaten. Das ist auch witzig. Das ist auch eine gute Karte. Und zum Glück sind die rot. Ja, da muss mein innerer Monk sich nicht aufregen. Oh, Li Shang. Li Shang. Der Mann, der enttäuscht ist, dass Mulan eine Frau ist und wahrscheinlich weiß er selber nicht, aber ein nicht geouteter Homosexueller ist. Li Shang. Jetzt ist Schluss mit lustig, denn ich hab Minnie Maus, staunende Taucheren. Ja, ist jetzt, glaube ich, keine besonders krasse Karte. Wobei, Unterwasserabenteuer. Jedes Mal, wenn du in deinem Zug die zweite Aktion ausspielst, hält dieser Charakter in diesem Zug plus 2. Ah, okay, erst beim zweiten. Naja, gut, okay. Isma. Oh, das ist auch wieder ein cooles. Ein cooles Art. Guck mal, wenn Isma gewonnen hätte, weil da steht Schreckensvision. Ich stelle hier wieder wilde Behauptungen auf, die in keinster Weise von Ravensburger bestätigt sind oder Disney. Aber ich behaupte mal, das ist Isma, wenn sie gegen Cusco gewonnen hätte. Wenn sie es geschafft hätte, ihn in die Ecke zu bringen und sie die neue Herrscherin geworden wäre. Sehr cool. Boah, wie geil, wie geil, wie geil. Ich habe es gerade gesagt, wenn man diese Karte in Holo hat, wie nice würde sie wahrscheinlich aussehen? Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Ist das Zucker? Ist das Zucker? Nein, das ist Honig. Das ist Honig. Honigzauberei. Disney-Magie. Ah, oh, ist das nice. I fucking love it. Wie geil. Wie geil, geil, geil. Ah, oh, bin ich happy. Leute, ich bin richtig happy. Oh, wenn ich jetzt noch das Biest, ne, in dem Artwork als Gargoyle da ziehen würde in Holo. Boah, dann muss ich, glaube ich, meine Hose wechseln vor Glück. So, Minnie Maus. Flitzt umher. Oh, die ist cool. K, Hypnose. Schau mich an, hör mir zu, vertrau mir. Der Nock. Ach ja, das ist das Pferd von Elsa aus Frozen 2, ne? Der Nock. Also irgendwie habe ich gedacht, dass dieses majestätische, blau glitzernde Astralpferd irgendwie einen epischeren Namen gehabt hätte als der Nock. Der Nock klingt wie, weiß ich nicht, irgendein Ork, ja, der in der Küche von Sauron arbeitet. Das ist der Nock. Ja, der Nock, der rührt immer den Ecknock an. Das ist der Nock. Wow. Okay, hat wahrscheinlich auch irgendeine tolle Relevanz, irgendwie, dass das Ding so heißt, aber naja. Nochmal Schneewittchen. Ach, guck mal, ist das Bambi? Nee, ist ein normales Reh, ne? Oder Hirsch. Im Wald verlaufen. Das ist nicht Bambi. Elsa, wenn man vom Teufel spricht, Elsa, wie sie auf ihm reitet. Elsa, wie sie reitet auf dem Nock. Ja, und zusammen sind sie Nock-Elsa. Okay, aber ja, nice. Ja, auch schönes Artwork, ehrlich gesagt. Prinz Naveen. Mittelloser Prinz. Naja, das ist hier die Disney-Version vom Prinz aus Zamunda, ne? Das ist auch von Küss den Frosch. Läute die Glocke. Das ist auch von Basil. Armbrust aus Zahn. Was ist Zahn? Ist Zahn ein Ort? Ist Zahn der Zahn? Besteht sie aus Zähnen von Kindern? Ich weiß nicht, was für eine morbide Scheiße hier abgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das Ding gerade gar nicht zuordnen. Wisst ihr, woher das ist? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Nana!
Nana, hier von Peter Pan, der Hund. Ja. Haustier der Darlings. Nochmal die Herzkönigin, jetzt in Grau. 7, 5, 6. Aha. Ab mit dem Kopf. Jedes Mal, wenn ein gegnerischer Charakter verbannt wird, darfst du diesen Charakter bereit machen. Oh, das ist cool. Dann kann die ja, rein theoretisch, mehrere Charaktere hintereinander abräumen. Weil dann greift sie an, die werden verbannt, sind tot und dann darf ich ja wieder sie bereit machen. Das ist cool. Die gute Fee, magische Waffenschmiedin. Nice. Das ist eine sehr schöne Karte. Auch die in Holo, glaube ich, mit dem Schwert würde richtig geil aussehen. Würde bestimmt richtig geil aussehen. Ist auch Gold. Die ist bestimmt was wert. Muss ich mal gucken. Und Gaston. Intriganter Verehrer. Ja, nee. Keiner ist so schmierig wie Gaston auf jeden Fall. Nee. Es ist jetzt... Das ist... Nee. Das ist so eine von den Karten, wo du sagst. Als Holo nicht unbedingt besser. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe die teuerste Karte des Displays gezogen, Alter. Und auch noch Winnie Pooh. Den ich einfach vom Artwork her mega nice finde. Baun. Frühreifer Unternehmer. Der war auch aus Raya. Ja, I remember. Wobei ich den Raya-Film echt nicht so gut fand. Und ja, schon wieder. Virana von Raya. Und hier steht Oberhaupt von Zahn. Dann haben wir auch das, dann haben wir auch das Rätsel der Zahnfee gelöst jetzt hier. Ja, okay. Dann ist das wohl, das reicht da. Ja, ich fand Raya nicht so gut. Ich weiß nicht, wie ihr Raya fandet. Könnt ihr mir mal schreiben. Cruella de Vil, da ist sie wieder am Cruisen. Schlafmütz haben wir schon. Es fehlt noch Chef. Melly haben wir auch schon. Chef fehlt noch hier und der... Ich vergesse mal, wie der heißt. Der Tölpel, der Lange. Die Trantüte. Benja, Wächter des Drachenjuwels. Oh, das Artbox ist aber cool. Aber, naja. Daisy Duck. Ach, guck mal. Daisy als... Wobei, steht Geheimagentin. Ich wollte gerade sagen, als Druidin oder Hexerin. Die sieht hier fast aus, wie heißt die denn nochmal? Von DuckTales, die Böse. Die böse Hexe, ich komme nicht auf den Namen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber da, an sie erinnert sie mich ein bisschen, wenn sie diesen Mantel anhat. Aber cool, guck dir das an. Nice. Von Unruh, die sprechende Uhr. Dein Charakter, deine Charaktere mit Impulsiv erhalten das da, sammle eine Legende. Alle meine Charaktere haben Impulsiv, weil ich impulsiv bin, ey. Nochmal Gaston. Ich habe immer viele Gaston-Karten. Baryton Bully. Baryton Bully? Ist das ein Druckfehler? Weil Bully... Also, Bully ist ja das englische Wort für jemanden, der jemand anderen mobbt. Schlägertyp so. Bully. Weiß ich jetzt nicht. Der hat hier so einen Mantel. Hat der das Biest geschlachtet? Nee, oder? Na, es ist ein kleines bisschen Fell, da sieht man jetzt nicht wirklich was vom Biest. Nein, meine Fantasie geht gerade mit mir durch. Ich glaube nicht, das ist einfach nur normales Fell. Wirre Wegweiser, ach, aus dem Wunderland. Oh, ach, von Unruh, nochmal von Unruh, was ist das denn? Warte mal. Hat er sich, als wäre von Unruh ein Pokémon und hätte sich weiterentwickelt. Der normale von Unruh und das ist der silberne von Unruh. Als hätte er einfach wirklich eine Weiterentwicklung bekommen. Ja, ist auch Gestaltwandel. Man kann den auf den drauf spielen, auf jeden Fall, ja. Behütet hat er. Mhm, das ist schon mal nicht verkehrt. Entschleunigen. Deine anderen Charaktere erhalten robust plus 1. Reduziere jeglichen Schaden, der ihnen zugefügt wird um 1. Oh, das ist schon nicht verkehrt. Guck dir das an, du. Der von Unruh. Und, die Legende vom Schwert im Stein. Wie Artus Excalibur. Wie Artus Excalibur aus dem Felsen zieht. Das sieht auch cool aus in Holo, oder? Diese Schneelandschaft und dann dieser, ja, magische Dunst wieder da um das Schwert. Oh, das sieht cool aus. Oh mein Gott, das ist mein Lieblings... Also ich glaube, das ist nicht nur mein Lieblings-Herkules-Lied, das ist, glaube ich, generell fast mein Lieblings-Disney-Lied. Obwohl das super unspektakulär ist, aber ich liebe das wirklich sehr. Aber warum ist es rot? Ich möchte, dass es grau oder blau ist. Und es wird geschehen. Ich werd's noch beweisen, ganz egal wie lang meine Reise wird, meinen Dauerlauf gebe ich niemals auf. Und bis dann hat der Rattenzahn sein kriminelles Genie bewährt. Ja, der Rattenzahn, der ist der Böse von Basil. Ist aber auch cooles Artwork. Es sieht dynamisch aus, cool aus. In Holo mit den Edelsteinen würde es bestimmt nice aussehen.
Basil, da ist er nochmal, guck mal. The one and only, Basil, aus der Baker Street. Basil, der Mäusedetektiv, ist ja eine Anspielung auf Sherlock Holmes. Und deswegen natürlich auch Baker Street, da wohnt ja der Sherlock Holmes. Cool. Nochmal Schneewittchen mit dem... Oh, nochmal Winnie Pooh. Nice. Ich glaube, das habe ich schon. Jetzt habe ich drei oder viermal, ne? Dreimal, glaube ich. Ein Sturm zieht auf. Auch nochmal. Grinsekatze nochmal. Die blaue Fee. Nochmal Schneewittchen. Hatten wir diese Schneewittchen schon? Jetzt sind die Tiere bei ihr drinne. Das ist auch Schneewittchen. Hat auch alleine fast dieses Disney-Klischee losgetreten mit den sprechenden Tieren, die ankommen, wenn man anfängt zu singen, ne? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon hatte. Jägersmann! Ach, das ist der Schneewittchen umbringen soll, ne? Zögerlicher Vollstrecker. Ja, das ist der Jägersmann. Der hat noch nicht mal einen Namen. Weißt du, Hauptsache Disney hat irgendwie für irgendeinen so random Wiesel in Zoomania einfach den Namen von Pitzbühel recycelt, aber den Jägersmann. Nee, der kriegt keinen. Nee, sorry. Sorry, nee, der Jägersmann, der hat keinen Namen. Der ist in keiner Gewerkschaft. Nee, nee. Rattenzahns fabelhafte Falle. Die sieht sehr, sehr basic aus und gar nicht mal so fabelhaft. Das ist einfach nur, naja gut, okay. Das ist nicht nur ein Stück Käse und eine Mausefalle an sich, sondern auch ein Boxhandschuh, ein Hammer und ein Amboss. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst. Na gut. Und, oh, Tazziatella-Eis in Holo. Cool. Cool, cool, cool. Und wir haben Felicita, Herzkönigin, James, Eudora, Krokettschläger, guck mal, mit dem Flamingo, ach stimmt, ja, Alice im Wunderland, mit dem Flamingo, Krokettschläger, in Lilla, witzig, nochmal die Cinderella, nochmal 4 Dutzend Eier, das Schwert im Stein. Pacha. Oh, Rattenzahn. Das ist auch ein Lied, aber ich kann mich an das Lied null erinnern. Ich muss den Film wieder gucken. King Louis. Oh, du wie du, ich wäre so gern so wie du. Jedes Mal, wenn ein anderer Charakter verbannt wird, darfst du bis zu 2 Schaden von diesem Charakter entfernen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, kostet 7, ne? Aber 8 Verteidigung. Ist nicht für schlechte Eltern. Und Eudora in Holo. Aber die hat 9 Verteidigung. Also, ist mir eben gerade gar nicht aufgefallen. Die hat 9 Verteidigung. Also, die kann auf jeden Fall einiges einstecken. Das ist nicht zu unterschätzen. 9 Verteidigung ist nicht gerade wenig. Gräfin Tremaine. Virana. Oh, Jasmin in Blau. Cool. Ich habe auch einige Jasmins bei mir im Deck. Sehr schön. Finde ich cool. Mulan, guck mal, auch wieder in so einer, ja, weiß nicht, einem chinesischen Gewand, Wandersgewand, keine Ahnung. Sehr cool, gefällt mir auch. Sehr schönes Artwork. Sehr, 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 sehr nice. Tassilo, ich habe mich immer gefragt, warum Tassilo heißt, wenn er ja, bevor der Fluch über das Schloss hereingebrochen ist, ein normaler Junge war. Warum ist die alte Haushälterin auf die Idee gekommen, ihr Kind... Oder ihr Adoptivkind oder ihr Neffen oder ihr, ich weiß gar nicht, ist es wirklich die Mutter von ihm? Keine Ahnung. Aber warum hat sie sich gedacht, hör mal, du bist so ein aufgewecktes, süßes, kleines Baby. Ich benenne dich nach Geschirr. Weiß ich nicht. Aber naja, Tassilo ist cute. Tiana, als Bäckerin. Nein, fleißige Kellnerin, nicht Bäckerin. Wobei, ne, sie hat ja diese frittierten Dinger da gebacken. Fleißige Kellnerin, Tiana. Ja, cool. Pinocchio! Penner, Pinocchio! Sehr schönes Artwork, oder? Sehr schön. Ist keine besonders starke Karte, glaube ich. Genau, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du deinen gegnerischen Charakter in der Wahl erschöpfen. Aber wobei, das ist schon nicht verkehrt, aber darf man nur einmal. Aber ein sehr schönes Artwork. Die in Holo wäre sicherlich auch sehr cool. Ja. Mutter Gothel, ach guck mal, wenn die Magie nachlässt und sie wieder alt wird, auch cool. Verwelkt und verrucht. Wo steht jetzt hier rote Garten? Ach, ich habe die falsch gelegt. Mein Fehler, die falsch gelegt. Mäuserüstung, ja, cool.
von passt zu den Musketieren von Donald, Mickey und Goofy. Namari. Okay, auch ich hätte mich nie im Leben daran erinnert, wie dieser Charakter hieß aus Raya. Ja, wobei, das Artwork ist nicht schlecht, ne? Ist powergeladen, sprintet nach vorn, Action, nicht schlecht. Aber ich mochte den Film nicht. Oh, Grinsekatze. Das sieht crazy aus. Aus den Schatten. Wow. Ist die jetzt so, was ist das? Die pelzt sich selber, also was ist, aus was besteht sie? Ist sie jetzt aus Seetang oder was ist das? Aber sieht cool aus. Das Artwork gefällt mir auch sehr. Sehr nice. Cool. Und letzte Karte aus diesem Booster ist der Gumbo-Eintopf. Lecker, lecker, lecker Gumbo-Eintopf. In Holo. Okay. Sind nicht mehr viele Packs da. Ich werde es noch beweisen, nochmal. Rattenzahn nochmal. Nochmal der Gumbo-Eintopf. Oh, die Königin, majestätische Herrscherin. Die böse Königin in Gelb von Schneewittchen. Da. Ja, nochmal Tassilo. Nochmal Tiana. Ah, hör mal, noch ein Pinocchio. Das ist hier, wenn er auf der Insel der... Was, die Insel der Freuden? Nee, die Insel der Freuden ist, glaube ich, was anderes. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Pranksters Island, glaube ich, im Englischen. War ja auch eine Kingdom Hearts Welt. Wo er sich in Esel verwandelt langsam. Gott, der Pinocchio-Realfilm war, glaube ich, der schlimmste Disney-Realfilm, den es jemals gab. Die Herzkönigin nochmal eine Herzkönigin. Das ist schon die dritte oder vierte. Ne? Aber gut, sie ist auch auf dem Display drauf als Figur, als Werbefigur. Der Prinz gibt niemals auf. Wow, hat der viel Charaktertiefe und eine Persönlichkeit. Also einfach nur, der Prinz ist. Der Prinz. Der ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Prinz von Schneewittchen. Ne? Der hat keinen Namen. Wow. Okay. Lumiere. Oh, guckt mal, der sieht auch nice aus. Das Artwork von Lumiere ist auch ziemlich nice, oder? Wenn du das in Holo hast, feurig, heiß. Heiß, heißer Kerzenwachs Lumiere. Herz aus Stahl. Ach, das ist hier von Sei ein Mann. Sei ein Mann, du musst so schnell sein wie jeder. Ich weiß nicht genau. Sagen sie auch Herz aus Stahl bestimmt. Sonst würde es da nicht draufstehen. Das ist von Sei ein Mann. Und Raya, als Kind eigensinnig, auch nochmal ein Holo. Weil okay. Jetzt ist Schluss mit lustig, denn ich hab erkannt. Hat man mir statt Söhnen Töchter mir gesandt. Soldatin in Ausbildung. Mulan. Hätten sie auch Ping draufschreiben können, wenn sie die Rüstung trägt, ja? Mir geht es gleich die Booster aus. Wie soll ich das bloß überleben? Hätte ich doch nur beim Turnen nicht gepennt. Arthur, ausgebildeter Schwertkämpfer. Ist der wirklich auch im Deutschen Arthur und nicht Artus? Das ist auch König Artus. Aber auch schönes Artwork. Muss man sagen. Hat was. Er versprüht auf jeden Fall Main Character Energy. Ja. Cool, cool, cool. Und ist er auch, muss ja nach dem Film spielen, weil im Film selber wurde er ja nicht wirklich zum Schwertkämpfer ausgebildet. Jetzt ist er der ausgebildete Schwertkämpfer. Also, cool. Basil. Oh, nochmal eine Rapunzel. Ach, das ist auch sehr hübsch. Guck mal. Oh, wenn du die in Holo hättest, ne? Gerade die Rapunzelkarten, immer wenn ihr Haar so leuchtet, sieht das, glaube ich, richtig nice aus. Nochmal Dr. Facilier. Nochmal Donald, der Taucher. Herumspringen mit Tigger und Ru. Ah, schön, dass es so viele Winnie-Pooh-Karten gibt. Na, 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 na. Was ist mit Hey Hey passiert? Wiederkehrende Erscheinung. Hey Hey einfach als Phönix, oder was ist er? Auch wenn du die in Holo hättest, sieht, glaube ich, bestimmt cool aus. Hey Hey, das bekackte Huhn. Einmal als Phönix, das ist crazy, das ist cool, das gefällt mir. Seppel, er heißt Seppel. Ja, natürlich, Seppel. Der hat uns auch gefehlt. Haben jetzt alle 7 Zwerge beisammen? Ich weiß es nicht. Im Zweifelsfall fehlt noch einer. Es könnte jetzt schon der 7. sein. Seppel! Ich fand den immer gruselig. Ah, noch ein Flynn Rider. Ach, guck mal, der hat 1, 2, 4 Lore, Alter. Oh, okay. Dieser Charakter erhält minus 1 Lore für jede Handkarte aller gegnerischen Mitspieler. Okay, musste spielen, wenn der Gegner nichts mehr auf der Hand hat, aber... Ah, nochmal Pinocchio. Hauptattraktion. Ja, das ist da, wo er in dem... bei dem Schausteller ist, ne? Und...
Was ist das? Kleine Neu. Ach, die ist auch aus Raya. Kleine Neu. Verwaiste Diebin. Ah, okay. So, wir haben nochmal bauen. Es sind wirklich sehr viele Raya-Karten, habe ich das Gefühl. Nochmal Arthos von eben. Eule hatten wir auch schon. Hachi! Haben wir jetzt alle? Ich komme durcheinander. Die gute Fee. Prinz Naveen. Sardinenbüchse. Muttergossel. Der Prinz. Oh, guck mal hier. Boah, Alter. Was geht mit Goofy? Ey, wie viel Stärke und Lore willst du haben? Und Goofy nur so. Los geht's. Brrr. Was zum Fick, Mann? Alter, Ritter für einen Tag. Kostet auch 9, klar ist teuer, aber 10 Angriff, 10 Verteidigung und einfach mal 1, 2, 3, 4 Lore. Leck mich am Arsch, Alter. Ich glaube, das wird mein Bossmonster. Goofy, Alter. Juck, juck. Heftig. Heftig. Oh, nochmal Basil. Auch cool, hatten wir aber bisher auch noch nicht. Boah, Goofy, Alter, leck mich am Arsch. Und ach, der Krokettschläger. Auch nochmal ein Solo. Goofy ist da auf Krawall gebürstet. Oh, ich hoffe so sehr, dass irgendwann Kingdom Hearts hier zu dem Spiel kommt. Dann raste ich so aus, ne? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Baloo, den hatten wir von auch schon. Aber auch ein schönes Artwork, der sich da die Bananen pflückt. Improvisieren mit Mulan hatten wir auch schon. Da ist nochmal der Nock. Ich bin der Nock. Ich koche für Sauron. Nochmal Rapunzel. Das ist sehr schön. Cusco. Nochmal Herkules. Ich mag das Artwork. Aber ich mag einfach Herkules. Oh, Pech. Die hatten wir noch nicht. Wir hatten von Schwefel, aber wir hatten Pech nicht. Sehr cool. Aber beide grün. Passt natürlich dann, beide im grünen Deck, ne? Dass beide dieselbe Farbe haben. Cool, dass es die überhaupt gibt. Ja, nice. Nice, 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 nice. Verbindlicher Vertrag. Das müsste Ariel sein, ja. Onkel Raupe. Boah, das ist doch der hier, der. Das ist doch der Typ aus der Opiumhölle, ne? Die blaue Raupe. Eieiei, Drogen sind nicht gut für euch, Kinder. Nehmt die nicht. Aber hatten wir auch noch nicht. Little John. Little John. 6 Stärke, 6 Verteidigung, nicht schlecht. Robin Hood. Oh, Grafin Tremaine. Guckt ihr das an. Das ist ihr Glow-Up. Das ist, wenn sie ihren Anime-Villain-Arc abgeschlossen hat. Gebieterische Königin. Ja, guck mal. Das ist, jetzt, ich interpretiere da wieder mal frei Dinge, ja. Ich erlaube es mir. Wenn sie eine gebieterische Königin ist, dann muss das ja eigentlich heißen, dass sie es geschafft hat, eine von ihren beiden Töchtern mit dem Prinzen zu verheiraten. Deswegen ist sie jetzt Königin. Dass sie es geschafft hat, Cinderella wirklich einzusperren oder was auch immer. Und dann sieht sie so aus. Das ist schon tough. Also, ja. Würde gegen sie kämpfen. Wäre, glaube ich, ein cooler Villain. So, vorher habe ich sie gedisst. So, ihr Design ist nice. Krass. Und die Katze Lucifer auf dem Schoß. Wenn der Katze einfach Lucifer heißt, ich meine, hey, come on. Ja. Und Madame Mim als Fuchs. Das soll ein Fuchs sein. Sieht aus wie, eine Spitzmaus oder sowas. Aber okay. Warte mal, bevor ich jetzt das nächste Pack aufmache, ich grüße mal. Haben wir jetzt alle 7 Zwerge? Haben wir sie oder haben wir sie nicht? Ich muss jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatten wir Schlaf mit? Ne, Pimpel. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben alle 7 Zwerge. Cool. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go. Das war ein anderer 7-Zwerge-Film. Ah. Ah! Das ist er! Das ist er! Das Arschloch. Dieses Arschloch hat mich als Kind traumatisiert. Hat er mich. Traumatisiert. Alter. Guckt niemals Basil, der Mäusedetektiv, mit kleinen Kindern. Wirklich, die... Es gibt ganz am Anfang schon in den ersten 3 Minuten des Films oder so eine Szene, wo der so einen Jumpscare macht. Ah, furchtbar. Richtiges Kackding, ey. Boah. Okay, so. Flynn Rider. Jasmin. Nein, da oben ist blau. Jetzt komme ich hier selber schon durcheinander. Happy nochmal. Jiminy Grille. Hier ist die Grille. Jiminy Grille. Ah, nochmal der Jafar. Ist nice. Nochmal Tiana. Auch cooles Artwork.
Nochmal von Unruh. Nochmal Chef. Oh, Winnie Pooh. Denk, denk, denk. Denkt und denkt. Denk, denk, denk. Ah, oh, wie nice. Wie nice, wie nice, wie nice. Oh, Mufasa. Aber in Gelb jetzt. Eines Tages geht die Sonne unter. Wenn dieser Charakter verbannt wird, darfst du die oberste Karte deines Decks aufdecken. Falls sie eine Charakterkarte ist, darfst du sie kostenlos und erschöpft ausspielen. Falls nicht, lege sie zurück aufs Deck. Boah, das ist krass. Das ist ein krasser Effekt. Ist auch Gold. Könnte ein bisschen was wert sein. Cool. Und, ja, das war jetzt gerade schon Spoiler, weil ich es habe fallen lassen. Wir malen die Rosen rot. In Holo. Wir malen die Rosen rot. So, noch 4 Packs. Kinder, noch 4 Packs. Ziehen wir vielleicht noch das Biest in Holo. Das wäre geil. Das Biest in Holo. Wir haben nochmal Mulan. Donald Duck, Schlafwandler. Basil, scharfsinniger Ermittler. Nun halt doch still. Elsa, ohne Handschuhe. Benja, Wächter des Drachenjuwels. Madame Mim, als Schlange. Die Herzkönigin, impulsive Herrscherin. Li Shang, Bogenschützen, Ausbilder. Das Buch der Zaubersprüche. Ach, von Merlin, gucke mal. Hatten wir auch noch nicht. Tuk Tuk. Die Abrisskugel. Wer kennt die nicht? Es ist auch von Araya, ne? Das ist der Hoden, auf dem sie geritten ist, ne? Ja. Und, oh, Rattenzahn in Holo. Der sieht einfach aus wie fucking Dracula, oder? Also wie kein besonders krasser Dracula, aber wie ein Dracula. Das ist eine sehr große Maus. Cool, okay. Noch 3 Packs. Wobei, ich will mich nicht beschweren. Ich hab den Pooh in Holo gezogen, den ich einfach mega nice finde. Und ich habe einfach die teuerste Karte aus dem Display gezogen, die es gibt. Also, hey, ich will mich nicht beschweren. Aber, der ist schon wieder. Der Greifer. Der greift mich an. So, Schwefel. James. Die Königin. Krokettschläger. Oh, letzte Kanone. Das ist von Mulan, ne? Ja, das ist die letzte Rakete, die sie da losschießt. Abschuss! Was ist das denn? Da wird eine Bowlingkugel geschossen. Mit einem goldenen, was auch immer. Okay. Oh, Raya, Kriegerin von Kumandra. Das ist hier die... Ah, guck mal hier, das ist hier die... Displaykarte, quasi. Cool. Aber hätte gedacht, guck mal, die ist ja nur kommen. Oder ankommen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese Rarity-Stufe. Aber die ist nicht besonders, also sie ist nicht besonders hoch. Krass selten. Oh, weiß ich nicht, hätte ich gedacht mehr. Dass sie was Selteneres ist. Eli Labouf. Woher ist Eli Labouf? The Big Daddy. Who's your daddy? Who's your Big Daddy? Wenn ihr wisst, wo Eli Labouf herkommt, der Vater von Shia Labouf, wahrscheinlich, keine Ahnung. Schreibt's mir mal in die Kommentare, ich weiß es nicht. Großherzog, der ist von Cinderella. Oh, gucke mal hier. Die Königin, imposantes Auftreten. Das ist auch ein cooles Artwork. Die böse Königin von Schneewittchen. Wenn man die in Holo hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Felicita! In Holo. Ah, okay. Noch 2 Packs! 2 Packs. Los, Nomura, schick mir Disney-Magie! Lass mich noch was Krasses ziehen! Peter Pans Dolch. Zauberin. Ich weiß immer noch nicht, woher die ist. Das ist ja wieder der Herzog von Pitzbühel. Mulan nochmal. In ihrer Kluft. Die Legende vom Schwert im Stein nochmal. Oh, leider nicht in Holo, aber trotzdem nochmal die Karte an sich gezogen. Ah, sehr cool. Boah, das ist schon Killer, ne? Die Karte ist sexy, Mann. Oh, letztes Gefecht. Stimmt, das war das Finale von Raya, vom Film. Da haben die gegeneinander gekämpft. Minnie Maus, stylische Surferin. Oh, es gibt ja schon Stitch als Surfer. Kannst du dir vielleicht später ein Surferdeck machen? Everybody goes surfing, rockin' USA. Lawrence. Neidischer Hausdiener. Ist der auch von Basil? Nee, das ist doch keine Maus, das ist ein Mann. Das ist ein Mensch. Was hat er da in der Hand? Das ist eine Krone. Ich hab keine Ahnung. Woher ist Lawrence? Schreibt mir das mal. Merlin als Hase. Oh, wie nice! Die Karte ist nicht nur richtig gut. Die Karte ist auch was wert. Boah, habe ich ein Glück. Boah, ist das ein geiles Opening, Alter. Was ein geiles Display habe ich hier, Alter.
Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Boah, ist das geil. Oh, wie nice. Und nochmal Herkules in Holo. Ich denke da immer an das Herkules PS1-Spiel. Das habe ich geliebt als Kind. Letztes Pack. Letztes Pack. Was ist drin? Sind gespannt. Aber ich habe genug geile Sachen gezogen. Also ich muss mich nicht beschweren. Auf gar keinen Fall. Oh, ist das geil. Sehr schön. Wir haben hier nochmal... Komm, letztes Pack. Tigger. Einzigartig. Hypnose. Rabbit. Ferkel. Merlin als Eichhörnchen. Natürlich nochmal die riesigen, schrumpeligen Eier. Donald Duck. Perfekter Gentleman. Natürlich muss Donald mich auch nochmal ärgern. Merlin als Ziege. Mäh. Gaston. Barryton Bully. Noch drei Karten oder was? Arthur. Zauberlehrling. Die gibt's auch. Die kann's auch in Enchanted Dingsbums geben. Ich weiß nicht, ob hier was wert ist oder nicht. Aber cool. Hätten wir noch nicht. Und? Oh, guck mal hier. Cinderella. Beherzt. Jetzt ihrer Ritterausbildung abgeschlossen. Geile Karte. Geiles Artwork. Das ist doch schön fürs letzte Pack nochmal. Ah, sehr cool. Sehr cool. 5-5. 3 Lore. Gestaltwandeln kann man natürlich. Robust. Oh, robust hat sie auch. Und das singende Schwert. Jedes Mal, wenn du ein Lied ausspielst, kann diese Karte in diesem Zug bereite Charaktere rausfahren. Oh, nicht schlecht. Und die letzte Holo aus diesem Display ist Merlin als Krabbe. Gagagagagagagagaga. Well, okay. Also, ich habe auf jeden Fall gut gezogen. Alle 7 Zwerge, ja. Dann ein paar goldene Karten auf jeden Fall. Also hier von, ne, wie zum Beispiel hier die Cinderella, sage ich schon. Die Alice. Cinderella, was ist mit mir? Herkules in Holo. Ja, Nutz. Auch nicht schlecht. Okay. 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 Sehr nice in Holo. Okay. Mega in Holo. Gigantisch. Liebe ich brutal. Teuerste Karte des Displays. Lecco Mio ist das. Sexy Smaxy. Leuchtender Hoden. Herzkönigin. Tremaine. Raya. Schlafmütz, Zauberin, Drachenjuwel, James. Also, ich glaube, ich muss mich nicht beschweren. Das war wirklich, wirklich ein sehr gutes Pack. Ich sortiere die jetzt nochmal ein bisschen besser. Und dann wird es Zeit, euch zu erklären, was TCG Home ist. So, ich habe es am Anfang schon gesagt. Das sind zwar alles mega coole Karten, aber ich kann die halt nicht alle spielen. Man darf in Lorcana ja immer nur 2 Farben kombinieren. Also zum Beispiel... Grün mit Rot oder Rot mit Lila oder Grau mit Blau. Und Grau mit Blau, ja, genau das mache ich. Und egal wie cool diese anderen Karten halt aussehen, ich kann sie in meinem Deck, mit dem ich spiele, laut den Regeln einfach nicht nutzen, weil ich mich auf diese beiden Farben halt festlegen möchte. So, ich sammle zwar auch die Karten grundsätzlich, aber man hat ja auch irgendwann gegebenenfalls, wenn man sich halt so ein ganzes Display holt, irgendwann Karten doppelt und dreifach, die man auch selber gar nicht nutzen kann. Weil man sie halt nicht ins Deck packen kann, wegen den Farben und so weiter. Und generell ist es vielleicht auch irgendwann einfach schwer, den Überblick zu behalten, welche Karten man alle hat und welche nicht. Vor allem, wenn man nicht jedes Mal seine Binder rausholen möchte und die einfach wirklich per Hand durchgehen möchte, um zu gucken, welche Karten man hat. Also haben wir jetzt 2 Fragen. Zum einen, was mache ich mit Karten, die ich übrig habe, und wie kann ich generell den Überblick über meine Sammlung behalten? Und genau da kommt TCG Home ins Spiel. TCG Home ist ein Service, der euch ermöglicht, eure Karten digital zu archivieren. Und, sofern ihr es denn möchtet, kein Muss, absolut kein Muss, aber wenn ihr es möchtet, die Karten auch direkt wieder zu verkaufen. Aktuell ist TCG Home noch in der Beta. Es gibt neben Magic the Gathering aber auch schon Support für Lorcana
und Pokémon ist angekündigt. Und ich weiß zwar nicht, wann es soweit sein wird, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass auch irgendwann noch weitere Kartenspiele wie zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Dazukommen werden. Hier könnt ihr sehen, ich habe schon all meine Lokana-Karten, die ich so habe, bei TCG Home hinterlegt. Genau das ist meine Sammlung. Ich kann hier meine ganze Sammlung sehen, ich kann hier durchscrollen, sehe sogar auch, wenn ich das entsprechend angebe, welche Karten ich in Holo habe und welche nicht. Und hier unten drunter unter den Karten seht ihr auch immer sofort, was die Karte so im Schnitt wert ist. TCG Home zieht diese Kartenpreise immer direkt aus der Datenbank von Cardmarket und damit sind die Preise auch wirklich verlässlich. Falls ihr Cardmarket nicht kennt, das ist Europas größter Marketplace für Sammelkarten. Es ist quasi eBay, nur dass auf diesem eBay wirklich nur ausschließlich Sammelkarten und Sammelkartenzubehör verkauft wird. Wenn ihr wissen wollt, was eure Karten wert sind, dann schaut ihr in der Regel auf Cardmarket, weil das ist wirklich verlässlich. Und genauso verlässlich, weil die Datenbanken von Cardmarket und TCG Home halt miteinander sprechen, auf IT-Art und Weise, ist halt TCG Home. Aber, wie ich finde, ist TCG Home sogar einfach noch um einiges praktischer. Um euch zu zeigen, wie schnell und einfach das tatsächlich geht, werde ich jetzt einfach mal die Lokana-Karten, die ich jetzt eben gerade aus dem Display gezogen habe, hier mit euch da einpflegen. So, und ich habe jetzt meine Karten schon mal vorsortiert nach Farben, weil das würde ich ja auch unabhängig davon, ob ich jetzt TCG Home nutze oder nicht, würde ich das ja sowieso machen, weil ich würde die ja in meine Binde einsortieren, nach den Farben. So, ich gehe also auf meine Lokana-Sammlung, ja, und dann sage ich, ich möchte Karten hinzufügen. Muss ich erstmal in die Suche reingehen und wir haben ja eben gerade ein deutsches Display geöffnet, deswegen stelle ich ein, hey, ich möchte nur deutsche Karten hinzufügen. Dann gehe ich auf die Filter und wähle das zweite Set aus, weil das zweite Set, das Rise of the Floodborn, das haben wir ja gerade aufgemacht. Und dann, weil ich bin ja ein Fuchs, ich habe ja meine Karten hier schon nach Farben sortiert. Wir fangen an, gib mir nur gelbe Karten. Zack, rüttelt er kurz und schon habt ihr die Übersicht über die gelben Karten, die es in diesem Set gibt. So, dann nehme ich mir jetzt einfach hier meinen Stapel und sehe jetzt, erste Karte, aha, das ist der Pimpel. Pimpel, den habe ich genau einmal. Also sage ich, ich füge den einmal hinzu. Und dann sage ich, okay, was ist das? Ah, Christopher Robin, ja, den habe ich auch einmal, den füge ich auch hinzu. So, dann schauen wir mal, hier Cinderella, die habe ich auch einmal. Und den Chef, den habe ich zweimal, also füge ich den zweimal hinzu. Und dann würde ich das jetzt für all meine Karten durchmachen einfach, würde sagen, hinzufügen. Rüttelt da kurz und zack, sind die in meiner Sammlung drin. So, die ersten 5 Karten habe ich jetzt hinzugefügt. Ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Für die restlichen Karten mache ich das jetzt auch mal, aber im Zeitraffer. Ich werde dabei aber die Zeit stoppen, um euch zu zeigen, wie schnell man damit tatsächlich ist. Pip! So, ziemlich genau 9 Minuten und 7 Sekunden ungefähr, ja. 9 Minuten, 7 Sekunden hat es jetzt gedauert. Alle Karten, ja, also ein gesamtes Display, alles, was ich hier rausgezogen habe, da einzutragen. Und ich habe mich noch nicht mal sonderlich beeilt. Also das war sehr entspannt, was ich hier gemacht habe. So, wie ihr sehen könnt, sind die Karten jetzt halt alle wirklich in meiner Sammlung. Und ihr könnt hier auch sehen, der Preis meiner Sammlung ist entsprechend jetzt halt auch mehr geworden, weil ich habe die ganzen Karten ja jetzt eingetragen. So, allein das ist schon eine gute Sache, weil ich einfach vom Handy aus auf die Website gehen kann, um zu gucken, was für Karten ich habe, wenn ich unterwegs bin. So, es ist einfach... Außerdem könnt ihr euch da auch fertige Decks und sowas zusammenstellen auf der Website, damit ihr auch nicht irgendwie aus Versehen Karten wegpackt, die ihr noch spielen wollt und so weiter. Ist mega praktisch. Und der Clou ist jetzt halt, ich kann meinen TCG Home Account mit Cardmarket verbinden. Da gehe ich einfach hier unten hin, ja. Sage ich Connect to Cardmarket. Muss ich mich da halt entsprechend anmelden. Ja, ist okay. Blub, blub, blub. Dann rüttelt er kurz. Und zack, ist mein Account mit Cardmarket jetzt hier von TCG Home verbunden.
So, das ist ja nur eine Beta, ne? Deswegen kann ich das jetzt gerade noch nicht für Lorcana-Karten machen, aber rein theoretisch, das wird in den nächsten, weiß ich nicht, Tagen, Wochen kommen, passieren. Also für Magic geht's schon. Ich würde jetzt hier auf so eine Karte gehen und dann kann ich hier direkt sagen, List on Card Market. Kann ich jetzt noch nicht für Lorcana, wird aber wie gesagt bald kommen. Und ja, dann würde die Karte automatisch bei mir halt hier im Card Market Konto auftauchen. Aber wie gesagt, geht ja jetzt gerade noch nicht, wird aber bald gehen. Und dann würden die hier bei Card Market entsprechend halt auftauchen. Und ich kann auch direkt aus TCG Home direkt sagen, wenn es dann später geht, zu welchem Preis ich die listen möchte. Vielleicht möchte ich einfach 5% über oder unter dem Durchschnittspreis sein oder ein paar Euro. Das kann ich dann da genau einstellen und dann geht das alles automatisch. So, nochmal, ihr müsst es nicht machen. Ne? Ihr könnt diese Funktion nutzen, aber das ist jetzt nicht eine Website, wo ihr unbedingt Karten drüber verkaufen müsst. Ihr könnt das machen, wenn ihr das wollt. Und das finde ich auch echt praktisch, weil dann musst du nicht dieses, ja, ein bisschen altbackene Website von Card Market nutzen, sondern kannst das alles über TCG Home machen, hast auch einfach die Archivierung deiner Karten, die du nicht verkaufen möchtest, weil bei Card Market würde ich ja nur Karten sehen, die ich verkaufen möchte. Ich packe da ja keine Karten rein, die ich behalten möchte. Das wäre ja völliger Quatsch. Ja, aber bei TCG Home habe ich dann halt beides zusammen in einem Blick und sehe wirklich meinen gesamten Bestand und meine gesamte Sammlung. Und das ist halt, also wenn das alles, die ganzen Features dann in Kürze alle da sind, ist das halt mega praktisch. Macht einfach total viel Sinn, das so zu machen. Ist so. Ich weiß natürlich nicht, wann diese Updates kommen, aber die haben ja auch auf der Website so eine Roadmap und da ist hier unten zum Beispiel auch irgendwie angegeben, dass eine native App kommt, ja. Weitere TCGs halt, wie gesagt, dass man irgendwie Karten scannen kann mit dem Handy. Also ich stelle mir das so vor, dass man halt einfach sein Handy in die Hand nimmt, mit der Kamera die Karten da drauf drückt, die App das erkennt und die automatisch irgendwie da drinne sind. Aber ist halt noch nicht da. Aber wenn das der Fall ist, dann geht es einfach noch schneller wahrscheinlich, noch einfacher und noch besser. Also ist schon, wenn das demnächst alles released wird, glaube ich. Also es ist jetzt schon ein sehr guter Service und das wird noch besser werden. Und wenn ihr das mit euren Karten jetzt zum Beispiel mit den Magic-Karten, die sind ja schon da, oder mit euren Lorcana-Karten selber auch mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das über den Link in meiner Videobeschreibung und in dem gepinnten Kommentar, könnt ihr das selber auch einfach mal ausprobieren. Und keine Sorge, das ist komplett gratis. Es kostet nichts, gar nichts. Es ist komplett gratis, ja. Es ist jetzt noch in der Beta. Ihr könnt die Ersten sein, die bei der Website mit dabei sind, die das Ding kennen, die dann vielleicht auch schon, wenn ihr denn darüber verkaufen wollt und so weiter, da schon direkt eure Sachen drin haben. Wenn das Ding später alle Funktionen hat und dann wahrscheinlich richtig durch die Decke geht, wenn ihr Early Adopters sein wollt, könnt ihr jetzt machen. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin benutzen und hoffe, dass bald der Yu-Gi-Oh! Support kommt, damit ich meine Yu-Gi-Oh!-Sammlung da auch reinpacken kann, um vor allem auch ein paar Karten loszuwerden, die ich nicht mehr brauche, für Decks, die ich überhaupt nicht spiele. Und ja, apropos Spielen, ich muss jetzt erstmal mit den neuen Karten, die ich hier habe, muss ich jetzt erstmal mein Lorcana-Deck verstärken und dann ein bisschen Lorcana spielen, ja? Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank an TCG Home für das gesponserte Display, ja? Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich tschö mit Ö und hauen Sie Bounce.